Rummenigge, kein Abseits. Matthäus. Da standen 2-3 frei. Und Rahn. Tor. Das 2:1. In der 21. Spielminute. Sehr schön von Uwe Rahn, den ich vorhin auch seine Torgefährlichkeit bescheinigt habe. Toll aber auch gemacht, die Vorarbeit von Bremen, von Rummenigge. Da passt jeder auf, ist voll konzentriert. Und Rahn setzt sich durch. 2:1 also führt die deutsche Mannschaft. Ein sehr munteres, ein offensives Spiel, bei dem es Spaß macht zuzuschauen, so wie Franz Beckenbauer es von seiner Elf erhofft hat. Umgelegt. Da hat Karl-Heinz Förster da hinten gesehen, man konnte deutlich erkennen, wie er schaute vorher. Und Magath! Glück für die Bulgaren, dass da in Qualifikationen zu spielen hat. Lipaski und Borislav Michailov. Matthäus Rummenigge. Schöner Kopfball. Nach dieser Flanke von Lothar Matthäus und ebenso schöne Parade von Borislav Michailov. Matthäus, der vorher schaut, den Ball über die Abwehr zieht auf Karl-Heinz Rummenigge. Gegen Köln, gegen Toni Schumacher hat er aus ähnlicher Position ein Tor gemacht. Ja, da hat er gedrückt, der Rudi Völler bleibt am Ball. War nicht ganz sauber. Der Einsatz von Völler war nicht ganz sauber, glaube ich. Die Wiederholung. Na, da haben sie es gesehen, auch mit der rechten Hand. Da hat er ihn weggedrückt. Dann sofort abgezogen. Lipaski. Und? Ja, der war fast drin. Abgefälschter Ball, abgefälschte Flanke. Magath. Schönes Spiel von Magath bisher und Elfmeter. Elfmeter entscheidet Schiedsrichter Bruno Galla. 30 Sekunden vor der Pause nach diesem Foul an Uwe Rahn. Zeitlupe. Schön herumgezogen. Ich glaube, war eindeutig. Rahn hatte sich den Ball schon vorgelegt. Und den Elfmeter wird schießen Karl-Heinz Rummenigge. 45. Minute, Spielstand 2:1 für die deutsche Nationalmannschaft. Rummenigge gegen Michailov. Und er hält. Schade. Schade, das hätte ich Karl-Heinz Rummenigge gegönnt, der bei Inter so tolle Spiele macht, der hier ein Tor gut hätte gebrauchen können. Dennoch ein schönes Spiel mit dem 11. Eckball. Die Anzahl der Fußballübertragungen reißt ja im Moment nicht ab. Wir haben ein Überangebot. Entscheidende Phase Bundesliga, DFB-Pokal, Europapokal, Weltmeisterschaftsqualifikationen und dann zwischendurch solche Freundschaftsspiele. Wenn sie so gut sind, so interessant wie dieses, Gott sei Dank. Darunter zu leiden haben diejenigen, die sich für Fußball nicht so sehr interessieren. Aber das ist Gott sei Dank und das zeigt die Einschaltquote, die Minderheit. Diejenigen, die nach 9 auf den Denver-Clan warten, sie werden sich trösten müssen bis gegen 22 Uhr, damit diejenigen, die sich für beides interessieren, nämlich Fußball und für den Denver-Clan, und das ist nach unserer Erkenntnis die Mehrheit, vom ZDF gut bedient werden. Ich weiß, dass sie tolerant sind, meine Damen und Herren, ich bitte um Ihr Verständnis. Also jetzt 21 Uhr in der Halbzeit, das Heute-Journal, ich gebe zurück in die Sendezentrale nach Mainz.